Hallo zusammen, es ist wieder Rush-Zeit. Wir spielen gegen Misty, Koro, Gebi. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. MK, sagen wir einfach MK. Wir haben noch 107, die haben noch 130, 23 Angriffe, 600, 700, 600 Punkte Unterschied. Ich glaube, die sind im Durchschnitt minimal vorn und wir müssen jetzt erstmal das Board. Oh, das ist interessant. Thanos greift mich an. Wurde ich schon mal angegriffen, ist die Frage. Das sieht nicht so aus. Ist also der erste Angriff, der auf mich passiert, wenn er denn angreift. Er reserviert. Und wir haben nur Alfriken. Nur Alfriken. Und das sieht richtig eklig aus mit Doppelspott. Ich werde wie immer spielen. Bei Rush 3-1-1. Und bei dem Doppelspott nehmen wir noch Mickey mit. Die Spotter sind innerhalb von drei Feldern. Heißt in dem Moment. Entweder wir kriegen Grün an den Start und El Nadeha blockt alles, oder wir kriegen Blau an den Start und Mickey blockt alles. Das ist der Plan. Und wir gehen mal rein. Ich habe jetzt nicht auf Punkte geguckt, das ist egal. Das Board muss mit möglichst vielen One-Shots gecleant werden. Wir schauen mal, was hier nachkommt. Ich glaube, wir müssen das so machen. Und dann nicht die Dreie in Alfrike. Das war jetzt schon genug. Aber wir kriegen einen Attack ab vorher. Das ist sehr schön. Dann können wir eigentlich auch so reingehen. Reicht das für alle? Ja. Dann holen wir uns jetzt hier blau ran. Bevor die auslösen. Das sollte noch nicht reichen zum Auslösen für ihn. Genau. Und dann holen wir uns grün ran. Beide sind gesilenced und dann war das der erste One-Shot. Fast vergessen, dass wir ja noch Attack-Up haben. Sehr schön. Das hat funktioniert. So, der nächste Patient. Slava. Vorwärts. Wir brauchen wieder garantiertes One-Shot-Potenzial. Machen. Wir werden das Team ein bisschen umbasteln. Wir werden nicht einen Sturmfang mitnehmen, sondern die Elisabeth. Was hatte ich hier? Proteus, genau. Und wir packen noch dazu. Sollen wir mal schauen. Kleriker, der bei uns entfernen kann zur Not. Ariel. So. Das machen wir so. Und dann sollte das passen. In der Theorie. Ich wurde gewone-shottet, fällt mir gerade auf. So. Wir haben zweimal rot. Das sollte doch für den Erfolg reichen. Immer die Seite mit. Den Wiederbeleber zuerst, dann holen wir uns hier den Proteus ran. Das ist ganz wichtig und danach spielen wir auf Rot, logischerweise. Wir wollen Rot wieder haben. Ich hätte auch heilen können, beziehungsweise für den Mana-Boost machen wir einfach mal. Wir haben sie ja jetzt eh gleich wieder voll und da kriegen wir unser Rot und dann war das der zweite. So. Zack, du hast mehr Leben. Betty brauchen wir gar nicht. Das war Slava.
So, der nächste Patient. Jetzt sind viele Herren vom See. So. Ich glaube, wir nehmen trotzdem einen Hypnos mit für den Spotter. Oder, jetzt wollen wir mal schauen, was haben wir denn noch in Gelb? Wir nehmen wieder eine Mariana. Wir nehmen den Hypnos und wir nehmen den Oktos. Was machst du nochmal? Alle Gegner sind immun für neue Boni. Dann lass mal den Hypnos weg, spielen da was Besseres. Was mehr Bums hat. Und natürlich noch ein Heiler dazu. Gucken, welcher Heiler hier angebracht wäre. Nichts mit Minions wegen Penolite. Wieder ein Kleriker wäre eigentlich gut. Nehmen wir dich mit. So, Oktros, du kriegst die 23. Nee, Oktros kriegt die 30. Du kriegst die 23. Und hier, Mariana, das sollte reichen. Und da gehen wir rein. Schwierig. Ludwig wollen wir idealerweise ja auch nicht auslösen. Wir schauen mal, was hier runterkommt. Nicht das, was ich wollte. Fällt hier blau vielleicht? Ach. Ach, herrje. Ich möchte nicht, dass Ludwig auslöst, ohne dass ich Franz am Start habe. Müssen riskieren hier. Bitte nicht alle drei roten. Natürlich alle drei roten. Das sieht schlecht aus. Also so richtig. Weil jetzt auch Ludwig kommt. Und die Herrin. Und in dem Moment können wir eigentlich rausgehen. Also, ja, theoretisch ja. Weil in der Mitte würde jetzt endlos gefeuert werden. Können eigentlich hier nur hoffen, dass Lila irgendwie kommt. Nee. Ja. Hier kriegen wir nichts mehr weg. Hier kriegen wir nichts mehr weg. Boom. Kriegen wir noch irgendwo Schaden drauf? Nein, es wird eh wieder geheilt. Mal rausgehen. Können wir nochmal versuchen. Tja, manchmal ist es halt so. Dann gehen wir jetzt mal gelb dominiert rein. Haben wir hier einen Death Down dabei? Nee. Haben wir Minions dabei? Ja. Dann machen wir das so. Dann holen wir uns dazu. Was holen wir uns dazu?
Bugs Clan und irgendwo eine Sabotage. Auch wiederbeleben. Nimm mal das. Das machen wir mal so. Und du kriegst die. Und dann beten wir mal ein bisschen. Bisschen Gelb wäre schön. Nicht so viel Gelb, wie ich gern hätte. Machen wir mal so. Oh, das ist gut. Ach nee, das ist schlecht. Bitte lass einen nicht getroffen werden. Natürlich, wenn. Oh, Monate. Wie viel hast du? 30. Das sollte doch der eine Grüne langen, oder? Nee. Das ist jetzt frustrierend. Dann müssen wir das sogar so machen. Es reicht nicht. Ich hätte es vorher machen sollen. Ach, je. Jetzt kommt die Herrin. Und jetzt kommt Dotte wieder in der Ecke, die macht doch direkt Heilung, oder? Heilung über Zeit, ne, die läuft. Probieren das einmal so. Das ist belastend. Hätte man auf Nummer sicher gehen sollen. Tja, kann ich wieder rausgehen? Es ist echt belastend. Dann, Gelb dominiert. Zack. Fiends sind dort nicht dabei. Also Gulen Bosti rein. Zack. Dazu. Wo ist Zocki? Oder nehmen wir Hänsel? Ich glaube, wir nehmen Zocki. Und ja, Regard. Passt. Beten. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, hätte man das mal von Anfang an bekommen. Wir machen das bewusst so, damit wir auch zwei gelbe Matches bekommen. Bitte keine Kaskade jetzt, sonst raste ich aus. Natürlich. Okay, was ist jetzt wichtig? Das reicht natürlich nicht. Oh. So. Machen wir den. Ach, genau da triffst du. Geliebte Herrin.
Jetzt müssen wir beten, dass der Zock nicht getroffen. Müssen das machen. Dann. Müssen wir das machen? Ach, sie hat widerstanden. Ah, ist das ein Fest. Da macht er richtig Laune und der Rigard widersteht nicht dem Mana-Down. Und die Herrin löst aus. Ach, tschüssi. Richtigen Spaß. Richtigen Spaß haben wir hier. Das ist der letzte jetzt. Zack. 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 Ist der letzte. Richtig, also ist unser schlechtestes Kriegsergebnis in diesem gesamten Jahr. Und es wird nicht besser. So wie das hier gerade aussieht. Weil, ja, Ludwig nach außen packen, weil ich bin durch im Kopf gerade. Ich bin echt gerade durch im Kopf. Ludwig nach außen packen. Fällt mir ein. Na genau, Kaskade, weil wir sie brauchen. Zumindest ist der Spott aktiv. Na, zack, zack, zack. Ach. So. Es ist belastend. Vielleicht habe ich auch einfach Mist gespielt, aber nicht mal zwei Matches zu bekommen, ist halt echt traurig. Und das dreimal hintereinander. Das dreimal hintereinander. Ja, was willst du machen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch was. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.